Wir haben uns jetzt schon mal in die Katakomben des Heinz-Steyer-Stadions zurückgezogen, denn das Wetter hat sich ein bisschen aus Monarchs-Sicht dem Spielergebnis angepasst. Es hat nämlich sehr stark angefangen zu regnen und da ist es besser, wenn man ein Dach über dem Kopf hat. Ich habe es schon erwähnt, Spielergebnis noch nicht gerade so berauschend. Die Dresden Monarchs verlieren einmal mehr gegen die Berlin Adler, diesmal mit 14-10 oder 10-14, ganz wie man sieht, in einem sehr engen, umkämpften Spiel, wo lange Zeit nicht klar war, wer letztendlich der Sieger gewesen ist. Die Dresden Monarchs sind eher etwas schwächer in die Partie gestartet im ersten Viertel, vor allen Dingen in der Offense große Schwierigkeiten gehabt, Raumgewinn zu erzielen. Die Berlin Adler deutlich besser unterwegs, einen sehr, sehr sehenswerten Drive über das ganze Feld gezogen aus kurzen Pässen, sehr, sehr viel Laufspiel, abgeschlossen durch einen Touchdown-Lauf von Torrey Cooper. Da schien es schon so, dass die Adler die Schwächen oder vermeintlichen Schwächen der Monarchs Defense gefunden hätten. Wir haben es zumindest so empfunden. Die Adler haben sehr viel über Screenpässe auf die Seite gespielt, haben dort regelmäßig ihre 10 Yards gemacht, meistens sogar ein bisschen mehr. Und haben das Ganze dann, wenn die Monarchs sich vermeintlich darauf eingestellt haben, mit einem Laufspiel gleich wieder beantwortet. Also die haben uns in dem ersten Viertel zumindest ordentlich auseinandergenommen, was unsere Defense angeht. Von der Monarchs Offense dort noch wenig zu sehen. Allerdings zu Beginn des zweiten Viertels fingen sich dann so langsam an, Fehler einzuschleichen im Spiel der Berlin Adler. Zunächst eine Interception von Quarterback Clint Toon. Danach ein Field Goal Versuch, wo weder Snap noch Hold in irgendeiner Weise funktionierten. Die Monarchs konnten den Ball sichern bzw. ein Turnover und Downs forcieren und kamen dann selbst eigentlich gut ins Spiel, auch in ihrer eigenen Angriffsformation. Auch hier wieder Lauf, aber auch Passspiel, abgeschlossen durch einen 19-Yard-Pass auf Jan Hilgenfeld. Das war eigentlich so ein bisschen das Erweckungserlebnis, denn die Adler haben danach noch weitere Fehler gemacht, unter anderem auch ein Field Goal vergeben, noch im zweiten Viertel. Genau, also wir waren hoch erfreut, dass die Monarchs ins Spiel gefunden haben nach diesem schlechten ersten Quarter. Ja, und sie haben es vor allen Dingen eben sehr variabel machen können. Letzten Endes mit einem Pass-Touchdown, mit einem relativ weiten Pass sogar. Aber eben auch hin und wieder mit guten Läufen, mit gutem Laufspiel durch Larry Groom. Also insofern kam die Monarchs Offense richtig gut ins Rollen und das hat dann auch für die zweite Halbzeit optimistisch gestimmt, zumal die Monarchs vor der Halbzeitpause sogar nochmal die Chance hatten, noch in Führung zu gehen. Hat leider nicht geklappt, aber man hatte ja die Chance, in der zweiten Halbzeit mit Ballbesitz zu beginnen. 7-7 zur Halbzeit und die Monarchs nahmen den Schwung aus dem zweiten Viertel auch ins dritte Viertel mit, gingen eigentlich gut übers Feld, haben dann zwischenzeitlich durch ein 26-Yard-Field-Goal von Holger Hempel die 10-7-Führung erreicht. Allerdings danach kam es irgendwie ins Stocken, die Monarchs-Angriffsmaschinerie. Lag es daran, dass dann Regen einsetzt oder wie kannst du dir das erklären? Ja, Regen kann immer eine Rolle spielen, weil der Ball halt einfach nicht mehr so handlich ist, wie wenn es trocken ist. Ja, es war schwierig. Die Monarchs sind einmal ganz an ihrer eigenen Endzone mit dem Rücken zur Wand gestartet. Das war natürlich schon schwer genug, nach einem sehr guten Punt der Berliner. Ja, und dann kamen hier und da ein paar Strafen, ein paar Unkonzentriertheiten dazu und das hat dann irgendwie den Rhythmus zerstört. Insofern muss man dann halt gucken in der Videoauswertung, woran es genau gelegen hat. Das war ein bisschen schade, weil die Monarchs doch eine Chance hatten, hier heute sogar deutlich zu gewinnen. Noch im dritten Viertel dann die Adler mit einem Big Play, einen 48-Yard-Lauf von Torrey Cooper zum 14-10. Und dann im vierten Viertel ging es so ein bisschen bei den Monarchs weiter mit den eher durchwachsenen Leistungen, ein Field Goal vergeben. Dann kam man übers Feld und dann kam eine Entscheidung, die wir anders gesehen haben. Wir haben uns die Bilder jetzt nochmal angeguckt, ihr werdet sie jetzt auch gleich sehen. Ein vermeintlicher Touchdown-Pass auf Jan Hilgenfeld, der nicht gegeben wurde. Genau, der wurde nicht gegeben. Das Stadion war sofort in Aufruhr mit vielen Pfiffen für die Schiedsrichter. Wir wussten es am Anfang nicht, weil wir natürlich auch nur das Live-Bild hatten, also keine Wiederholung hatten. Aber jetzt im Nachstudium der Videobilder sieht man deutlich, dass Jan Hilgenfeld ein Bein im Feld hat und den Ball auch kontrolliert und festhält. Insofern Pech für die Monarchs, dass dort eine Fehlentscheidung uns 6 Punkte gekostet hat. Aber gut, shit happens, so ist das nun mal im Sport. Es sind Tatsachenentscheidungen, kann man jetzt nichts mehr dran drehen und da müssen wir damit leben. Die Monarchs sind dann nochmal übers Feld gekommen. Dann war auch Larry Groom mit einem Lauf in der Endzone. Leider zählte auch dieser Touchdown nicht, eine Strafe wegen Holdings gegen die Monarchs Offense. Und ganz zum Schluss sozusagen als Schlusspunkt dann die Interception, ja fast schon mit auslaufender Uhr von Tyler Groundke, hat das Spiel dann beendet. Die Adler zittern sich vielleicht ein bisschen zum Sieg, aber letztendlich war es dann doch verdient, 14-10. Die Niederlage der Dresden Monarchs, die durchaus wäre vermeidbar gewesen, aber es ist nun mal eingetreten. Wir haben nach dem Spiel Head Coach Gary Spielbühler zu seiner kurzen Einschätzung befragt. Yeah, two really good teams battling, so this they're going to make plays on both sides of the ball. It's not that I think anything was schief gelaufen. I think they're a good team, we're not bad, and they made a play, we make plays, and that's what football's all about. And
We had a situation at the end there where we had a field goal attempt. The ball slipped off the tee. It was a little wet. That hurt us because at the end we could have kicked a field goal to win it. So every opportunity we have to utilize and take care of biz. We can't let something like that happen. Soweit also Gary Spielbühler. Die Monarchs verlieren einmal mehr gegen die Berlin Adler. Das will kein Sieg so richtig gelingen. Nächste Woche geht es gegen die Mönchengladbach Mavericks. Die Monarchs mit einem Sieg und drei Niederlagen mit dem Rücken zur Wand. Jetzt auf jeden Fall, was die Tabellensituation angeht. Sportlich denke ich nicht, denn sie waren heute, ich würde sagen, sogar besser als Berlin, bis auf diese Strafen und die liegen gelassenen Chancen vor allen Dingen. Das ist das Thema, was wahrscheinlich auch für die nächsten Spiele das Hauptthema werden wird. Die Monarchs hatten ihre Chancen, sie hatten auch hier und da Glück durch Strafen des Gegners, aber wenn man die dann nicht nutzt, dann hat man halt am Ende das Nachsehen. Und das wird das Stück Arbeit sein, was das Team vor sich hat, seine Chancen, die man natürlich in der GFL nicht pausenlos bekommt, konsequent zu nutzen. Und dann haben wir auch eine Chance gegen jedes Team in der GFL. Und das wird sich nächste Woche zeigen gegen den starken Aufsteiger aus Mönchengladbach. Wenn die Monarchs im Playoff-Szenario in der GFL Nord mitspielen wollen, müssen sie eigentlich gewinnen. Nächsten Samstag auf dem Kunstrasenplatz im Hockeypark in Mönchengladbach werden wir sehen, wie es dann ausgeht. 19 Uhr ist Kickoff, 18.45 Uhr ist Radio Monarchs mit dabei und dann hoffe ich, dass wir das schlechte Wetter und die Niederlage heute auch hinter uns lassen können.